Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Okay, dann sage ich erstmal Hallihallo, meine lieben Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von L.A. Noir auf der PS5. Ich freue mich, dass du natürlich wieder eingeschaltet hast. Und da würde ich sagen, ja, gucken wir uns mal die Briefe an. Und ja, gut. No one else but the killer knew about this message. Ist das denn... Ach, das ist ein normales Buch, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Passport, eher gesagt, ein Ausweis. Ach, das kann es ja gar nicht sein. Ehrlich gesagt, na, weiß, was ich meine. Also so ein Einreiseausweis, ne? Dass man da einreisen darf, so, weiß, was ich meine. Extra für Flughafen und so, ne? Das sah jetzt ein bisschen ähnlich aus, ne? Aber das ist ja das Drehbuch, ne, glaube ich. Das ist einfach nur... To suffer woes, which hope thinks infinite. To forgive wrongs darker than death or night. Oder das ist einfach nur so ein Buch von Geschichten. Also wo halt, weißt du, was ich meine? Zur Abwechslung einfach mal hinschillen, weißt du, was ich meine? Ich sitze mal kurz auf die Couch, lese mal ein Buch, weißt du, was ich meine? Aber, oder ist... Was steht denn da drauf? Poetischen Werke von... Okay. Und danach haben wir noch hier einen Brief. Another snippet from the Shelley poem. Okay. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Muller... Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have five birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder... Ah, fuck it! I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay. It's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? A story with two meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Could somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on. We have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Okay. Wir spielen jetzt nach seinen Regeln. Ja, wenn das wirklich der Mörder ist von den ganzen Fällen, krass, ne? Das ist einfach krass. Dass der sich so weit gezogen hat, ne, dass wir jeden einzelnen, aber komm, jeden, den wir festgenommen haben, oder sind das nur die von den zwei, den Fällen, wo er gesagt hat, das könnte es auch sein, ne? Und die andere. Fälle, die was wir vorgenommen haben, die sind halt so passiert, ne? Boah, ey, das ist schon krass, ne? Dass wir immer die falschen Personen festgenommen haben, ne? Aber dann hat er es richtig geschickt angestellt, weißt du? Dann ist er bei den eingebrochen. Aber man hat doch immer die Statuen noch gesehen, ne? Ja, und unsere Arme sind auf der Linie auch, Phelps. Du hörst, was der Captain gesagt hat. Das Departement wird nicht die Verantwortung für all diese schlechten Konvictionen nehmen. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Ja, das ist... Man hat auch immer die Statuen, oder gesagt, die Umrisse, man hat
von hinten immer die Personen gesehen. Deswegen dachte ich mir so, okay, ja, weiß, was ich meine. Du siehst ja nur die Person immer von hinten, ne? Du siehst ja nie die Person von vorne, weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch schon, wo du darauf achten musst, ne? Aber wenn jetzt wirklich das der Mörder sein soll, von den Fällen. Ja. Das ist schon krass, ne? Rather you than me, Phelps. Okay. Wir sind hier beim Brunnen angelangt. Können hier hochklettern? You know, the local hobos use that as a latrine. All overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Ische? Oder? Also weißes Gebäude. Kirchen sind doch immer weiß, ne? Weißt du, was ich meine? Könnte, ja, oder? Es könnte aber auch ein Museum sein. Aber ein Museum, nee. Elizabeth Short, Betty Short, Black Dahlia. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Yeah. You got a city map? See if he can work out where he's taking us. Ich sag mal so, zum Glück habe ich das Lösungsbuch und ich weiß, wo wir hin müssen. Und zwar ist es auf der Karte, das Wahrzeichen. Nutze die Hauptkarte, um die Wahrzeichen zu studieren. Ne? Ja. Also, das ist Hall of Records. Ich muss kurz nachschauen, wo das genau ist. Und zwar ist das, glaube ich, gar nicht mal so weit entfernt. Nicht nur die Straße Central, das ist da oben. Da oben ist das. Bei der Broadway müsste es, glaube ich, hier sein. Das ist nicht Stadtarchiv, ja. Das ist das Stadtarchiv. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Dass es einfach das Stadtarchiv ist. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Gut, Stadtarchiv kommt drauf an, wie hoch die Decken sind, ob da was irgendwie ranhängt, weiß ich mein. Bei einer Kirche hätte ich jetzt, ich hätte das bei der Kirche jetzt eher vermutet, ne? Beim, wie gesagt, so, ja. Aber stell dir vor, du hättest das Lösungsprojekt nicht. Du musst überall rumschauen. Wo, was genau, wie passt das, dies und das, jenes, ne? Und da kommst du nicht auf das Stadtarchiv, oder? Gut, wenn man das jetzt hier durchliest. Natürlich kommt man auf jeden Fall darauf, ne? Aber sonst musst du überall hier rumschauen, ne? Bei jedem. Ja gut, das Filmset könnte es natürlich nicht sein. Doch, aber du hast ja nicht alle. Weißt du, was ich meine? Hier diese Orte. Die musst du ja erstmal freischalten. Ach, guck mal da. Was haben wir denn da? Straßenverbrechen. Ja, du hast ja nicht alle Orte freigeschaltet, ne? Was ich meine, hier sind die überall. Ja gut, das sind versteckte Fahrzeuge. Ja, die müssen auch noch fahren und abgreifen. Aber weißt du, was ich meine? Aber gut, dann würde ich sagen, das ist, wie gesagt, ein
Straßenverbrechen. Dort fahren wir als erstes hin. Da kommt doch Galloway. Meine Güte, du. Und danach würde ich sagen, fahren wir. Ja, zum Stadtarchiv, ne? Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citations. What a day to be a cop. Voilà. Das haben wir schon. 943 South Broadway at Levine's Liquor Store. 943 South Broadway at Levine's Liquor Store. Any order. You saw what happened? I warned him about that cannon under the counter. He took a shot at a couple of stick-up men. He missed. They didn't. Where are they now? They ran across the street and into the parking lot. That's where I lost sight of him. Okay. Ach, guck mal da. Wir haben zwei sind das. We gotta turn ourselves in. Use your head, Wilt. The cops ain't exactly gonna be grateful, and there's our records to think about. Shut up. I think I hear something coming. Ja, und über die Zwecke rennen, ne? Das war... Ja. Also... Nicht klug von ihnen, in diesen Truck einzusteigen. Und man hat's gesehen, Kopfschuss, bam, ne, weg. Und der andere, der wurde sozusagen, man hat's gesehen, von ihnen angerempelt, ne? Ihr sagt, angestoßen. Ja. Und so war es auch keine Möglichkeit, ihn zu... Ja, er konnte einfach nicht flüchten. Man hat es gesehen, ne? Aber nice. 22 von 40 Straßenverbrechen abgeschlossen. Das bedeutet, wir fahren jetzt... Ja gut, das ist ja schon markiert. Warum wir jetzt extra nicht nochmal markieren? Ne? Zum Stadtarchiv. Man hat es gerade schon... im Ladescreen gesehen. Das ist das Stadtarchiv, ne? Und ja, dort ist der nächste Hinweis versteckt. Weg. Bis jetzt läuft es sehr gut mit den 5 Sternen. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die ganzen Fälle, bis ich jetzt abgeschlossen habe. Also, ja, da muss ich einige wiederholen. Aber das Gute daran ist, wie gesagt, der gute Kollege kann ja fahren. Ja? Und so entsteht ja auch kein Schaden. Ne? Theoretisch könnte man, wie gesagt, die ganzen Fahrten überspringen, aber dann scheinen keine Straßenverbrechen. Ja, und wenn man gern Platin erreichen möchte, da braucht man, wie gesagt, die Straßenverbrechen. Und ja, die gehören halt dazu, ne? Und ich hatte auch gesagt, weißt du was, Sebastian, scheiß drauf. Wir konzentrieren uns nur auf die Story. Die Straßenverbrechen machen wir gar nicht. Ne? Und was glänzt denn da unten? Dort glitzert irgendetwas. Habt ihr es gesehen, ne? Dort oben ist das nicht. Man sieht das. Seht ihr das? Da ist ja nicht sehr nice. Ja. Detectives, zwar, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Ja, bevor wir dies machen, sagt, haben wir hier irgendwas liegen. Weiß nicht, was es ist. Versteckte Marken. 1 von 20. Ich glaube, das ist die Extra-Trophäe. Die wird mit den Remastered, mit der Remastered-Version hinzugefügt, sammel alle Fälle. Ne, das sind die. Finde alle, also alle versteckten Marken. Und das sind die. Ja, das ist die Trophäe. Weil die gab es auf der Xbox 360 und PlayStation 3 nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht. Weil ich meine, die M1
oder zwei Trophäen neu hinzugefügt. Ne? Und da muss ich auch noch einen extra Guide dann raussuchen. Aber das kommt alles nach und nach. Wie gesagt, ist Story. Dann die ganzen ja, Straßenverbrechen machen wir nebenbei. Und zum Schluss kommt dann, wie gesagt, die ganzen Sammlerobjekte. Ich glaube, ich müsste mal so ein Vorwort-Video eventuell machen, was wir alles angehen werden, oder ob ich das mit Platinier werde. Ne? Zack. I'm going out there, Rusty. Das war knapp. Oh. Uiuiuiui. Puh. Eine Uhr. Okay. Deirdre Muller's missing watch. Krass. Ah, das muss ja. Also, das. Dass einfach eine Uhr liegt vom vorherigen Mord, ne? Also nicht vom vorherigen Mord, sondern von einem anderen Mord. Das ist schon. Ja, weiß was ich meine. Das ist schon krass. From the temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and posy. Where have I seen that? Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty! There isn't time. Get me to swing that thing side to side. Get it over the edge, then jump for it. Swing! Ja, das war knapp. Okay, das nächste Gebäude. Hört sich aber jetzt an wie die Kirche, ne? That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Another Dahlia clue? No. A yellow gold wristwatch. The Molder Dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Hmm. Welcher Hinweis geht aber? Zack. Müssen wir wieder nachschauen. Und zwar ist das. Da waren wir. Müsste. Höchster Punkt steht hier, ne? Hallo? He keeps mementos from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure at stringing us along, demonstrating how much smarter he is. He can enjoy it while it lasts. Got you now, genius. I'm coming for you. Ja gut, das hätte man jetzt, wie gesagt, man hat es gesehen, ich habe es auch ohne Lösungsbuch rausgefunden, weil er meint ja höchstes Gebäude, nicht das höchste Gebäude, aber auf einem hohen Punkt, also, weiß was ich meine. Und vielleicht, na, ich weiß nicht, gibt es noch was Höheres? Ich weiß es nicht, ne? Ich habe wirklich, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der höchste Punkt hier im Spiel ist, oder? Ne, guck. Siehst du das? Also der höchste Punkt im Spiel ist dies auf jeden Fall nicht. Ja. Das wär schon ein Wunder, ne? I'm pulling rank here, Cole. I'm not hauling myself up there. Go get him, Tiger. Ja.
Galloway, wie wär's, wenn du mal da hochkletterst, ja? An dem Rohren. Ja? Ich glaube, das ist es, ne, oder? Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ja, ist gar nicht so tief. Ich würde sagen, ist gar nicht so tief, ja. Ja, ist es ja auch nicht, ne? Oh, alle guten Dinge sind drei. Okay. Hier rüber. Zack. Nochmal hochklettern. Ja gut, wir sind ja auch noch nicht ganz oben, ne? Ist klar. Oh, nice. Schön langsam. Schön langsam. Hä? Hey. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Ja. Okay. Hier gehen wir wieder runter. Sind wir. Ach, guck dir das mal an. Ich glaube, wir sind. Ja. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Okay. Geht's noch weiter hoch? Ach ne, guck mal hier. Da liegt wieder eine. Wollte gerade sagen, eine Uhr. Diesmal. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. Der. Okay. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Hm. Also ich hätte jetzt gesagt, also mein Tipp wäre dies jetzt gewesen, Friedhof, ne? What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out... We still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Also, wie gesagt, es wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass es der Friedhof wäre. Ist aber nicht. Denn das ist der West Lake, das ist die West Lake Teergrube. Und wir haben hier noch ein Verbrechen, okay. Und wir müssen sowieso dorthin. Ja gut, irgendwie in der Nähe. Oder auch nicht, ich, also das ist hier oben, müssen wir hin. Aber wir sind sowieso dort in der Nähe. Warum sollen wir die Straßenverbrechen sowieso? Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich muss mich jetzt nicht mal wiederholen. Und ja. Erst zum Straßenverbrechen. Und dann zu der Teergrube. Aber wir können uns mal von der Teergrube gerne die Beschreibung anschauen.
Ja, das passt eigentlich, ne? Also, wenn man das so sieht, oder gesagt, wenn man das so liest, dann passt dies. Aber wie gesagt, er ist Straßenverbrechen, ne? Let's turn, shall we, during this brief intermission to an interesting situation. You wake up in the morning feeling weak. It could be a deficiency of iron. Iron you need for healthy blood and bones. That's why it's time to rise and shine. We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Rusty. As long as we catch the guy. I hope you're right, Cole. Be famous if you make this case. Und da sind wir auch schon. Ja, fast. Ja. Sind auf jeden Fall da. Bei der Bowlingbahn? Okay, Bowlingbahnraub, krass. Hit the sidewalk, all you. The place is closed for business, you hear? Oh shit, we got cops! Benny, get your nose. Er wollte es nicht anders. LAPD! You got nowhere to go! Ja, LAPD. Right. Noch einer. Ach, ja. Mikey. Oh Jesus. Fuck the money. I'm gone. Ah, du bist weg, ja. It's not too late to give yourself up. Das schaut gar nicht gut aus. Now, are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Fuck. Ja. Ja, gut. Ja. Das, ja. Schneide ich richtig nicht raus, dass. Passiert mal, ne? Ich meine, wir sind doch in der Nähe, oder? Ja, die Bowlingbahn ist doch hier, ne? Ist sie nicht die Bowlingbahn? Doch, die ist da vorne. Ja. Hm. Ja. Eigentlich darf es nicht passieren. Ja. Ja. Oh shit, we got cops! Benny, get your nose out of the house. LAPD! Ich dachte, hey, vielleicht hätten wir auch mal eine andere Waffe nehmen können, haben, auswählen können. Nicht mal die gleiche, was ich meine. Zeig dich. Hab ich ihn getroffen? Nein. Okay, krass. Dann aber. Okay. Jake! Mikey! Oh Jesus. Fuck the money! I'm gone! God damn it, get after him, Cole. It's not too late to give yourself up. Ja. Oh, 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 ich komme hier nicht durch. Ich häng fest. Ich häng fest. Weg da, weg da, weg da. Diesmal schießen wir richtig, ja. Now are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Holy Toledo. Das war knapp. Nice. Oh. You
11K calling KGPL. We're code 4 on the 211 at Rawlings Bowling Alley. All units, code 4 at Rawlings Bowling Alley at the intersection of 9th and Grand. Code 4. Hey, würde ich sagen, haben wir die Sorg geschafft. Und dann fahren wir jetzt, wie gesagt, ja, zu der Teergrube. Ja. Gut. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, ob ich die Fahrten rausschneiden soll. Ja. Ob ich sie drum lassen soll. Weil erstens, ich rede nicht viel zwischen den Fahrten. Also wenn ich hier im Fahren bin. Und zweitens, das Einzige, was ich verpassen kann, wenn ich einen Unfall baue. Zum Beispiel hier fast, ne, hier, wie es fast passiert ist, ne. Auto macht so, ich mach so, Unfall. Ihr wisst, was ich meine. Aber sonst passiert hier nichts, ne. Die reden auch kaum. So wie jetzt. Ja. Naja. Gut. Ich glaube, wir sind so gleich da. Ja. Ich mach trotzdem Cut. Und wir hören uns gleich wieder, ne? So, nun, da sind wir auch schon. Passt. Dort vorne ist der ist die Einfahrt. Hier. Danke. Ja, die ganzen Scheiben sind natürlich auch raus, ne? Ja, Standard, ne? Und dann müssen wir den Weg herausfinden. Ne? Ich sag mal so. Auch wenn ich weiß, wie der Weg ist, ist hier keine gute Beschreibung, ne? Also anhand des Weges. Trotzdem gebe ich hier mein Bestes. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Hm, ja. Very funny. Danke. Du mich auch. Whoa. Okay, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Ich glaube, wir müssen auch weit. Geradeaus geht nicht. Ob das der richtige Weg ist, keine Ahnung. Könnte aber sein, oder? Problem ist der Rückweg, ne? Das könnte interessant werden. Steady. Ist ja, ja. Also, warum? Also, das ist komplett. Was ist das Tier, ne? It's at the forefront of my thinking. Ja, wie das ausschaut, ne? Es schaut aus wie Öl. Ja. Warum man dies nicht wegmachen kann? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir der nächste Schuh. Ich meine, den kennen wir irgendwo, ja. One of Teresa Tarleton's shoes. Sphere, which is as many thousand spheres. Okay, where to now? Bellebad?
an open-toed white shoe, and another stanza from the poem. Oh, I really thought that hobo bun did the tarot some bronze. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Okay. Also, ich wäre da jetzt zum Beispiel nicht drauf gekommen. Ne? Aber. Es ist das Kunstmuseum. Das ist gar nicht mal so weit entfernt. Warte, wir können uns mal die Beschreibung dort auch durchlesen. Okay. Ja. So this guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in a bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's... Wir waren jetzt viel zu schnell dort und wir haben Phelps nicht ausbrechen lassen. Ja. Und da ist der nächste Hinweis. Okay. Gut, dass es natürlich ein Labyrinth ist, ne? Und on it goes. What do you think we'll reach the end of it? Ja, ich bin gespannt, ne? Sagen wir es mal so. This way. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. Ah, ja. I'm gonna wait here and have a quiet smoke. Mach dir das mal. Okay. Irgendwie. Kannst auch dort lang gehen. Auch wenn ich das Lösungsbuch hier habe. Stimmt hier irgendetwas? Doch, könnte jetzt klappen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das. Also. Das hat keine Ähnlichkeit dazu. Bin ich verwirrt. Jetzt entweder müssen wir hier lang. Geht's hier zur Mitte? Ja. Und wenn wir bei der Mitte, dann müssen wir hier lang. Dann geradeaus. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, ne? Es müsste das. Ja. Wie gesagt, auch wenn ich das Lösungsbuch habe, ich komme damit nicht klar. Also mit dieses kleine Bild. Vom Labyrinth, ne? Und wir haben hier einen Ring. Once belonging to Celine Axford Henry. Thrones, altars, judgment seats, and prisons.
No, it couldn't be. Okay, ist... Was sagt er? Ich sag dann gleich meinen Tipp. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Okay, er hat keinen Tipp. Thron und so, ne? Thron. Er sagt, was alles gerade vorgelesen hat, oder gesagt, was alles unten auf Deutsch stand, Untertitel. Das wäre für mich jetzt ein Hinweis auf uns, ja, ein Dreh, was ich meine, ein Drehplatz. Das wäre meine Vermutung. Oder halt auch eine Kirche, aber Kirche passt da gar nicht zu, ne? Obwohl Thron, Game of Thrones, hä? Nein, natürlich nicht. Ja. Und Filmset, ich weiß, das Film, beim Filmset waren wir schon. Ist das? Nee, waren wir beim Film? Ich weiß nicht. Ist es ein Filmset? Ja, wenn das Filmset ist, dann waren wir schon dort. Fahren wir dorthin. Haben wir auf der Karte noch irgendein Verbrechen auf? Weil das, man hat es ja gesehen, das ploppt einfach so random auf der Karte. Ja, nee, haben wir nicht. Aber es wird ja auch durchgefunden, ne? Und wenn Galloway nichts zu sagen hat, wisst ihr Bescheid, wie es abläuft, ne? He's leading us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy, who had the stoush with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? Nah, I'm sticking to the funny papers and the form guide. You sleep better. Ja, Entschuldigung. Ich würde sagen, bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Zack. Können wir mit da reinfahren? Ja. Okay, es könnte eine wackelige Angelegenheit werden, sagen wir es mal so. Also erst mal gucken, wo hier die Treppe ist, wo es hier hochgeht, ne? Man hat gerade gesehen. Ach, da geht's hoch. Okay. Ja, nicht ausrutschen, ne? Das wär's noch. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul, I'll get you off of there. Oh. Okay. Dort geht's nicht. Ja, Entschuldigung, dort geht's nicht lang. Ich dachte jetzt vorne ran, aber dann. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul, I'll get you off of there. Achso, wir müssen lang balancieren, muss Galloways. Ja. Lesen. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, dass Galloways Galloway uns hilft. Ja.
You gotta make it to the next platform. Oder? Get that thing as close as you can, then jump. Okay. Ich versuch's. Ja. Dies wäre natürlich nicht passiert. Hätte ich gelesen, ne? Naja. Okay, hier muss der nächste Hinweis sein. Wir haben hier einen Ring. Typewriter Ring. Evelyn Summers. Evelyn Summers. Place he calls home. End of the line. Down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. You find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Also, wenn mir das einer gesagt hätte, dass wo wir jetzt hinfahren, dass dies das letzte oder dass der letzte Ort ist. Und es war das hier, ne? Chris Crown of Thrones. Thorns. Die Kirche. Meine Vermutung war ja schon von Anfang an die Kirche. Aber dass jetzt wir am Ende, dass die Endstation ist, da hätte ich, das hätte, also, ne, dass, also, so. Might see this as a cry for help. God's sake, Phelps. I'm not trying to justify this. Hear me out, Rusty. This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches who he kills, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters and the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have four executed men on our conscience and have been happy about it. Why else is he doing this? You're the new face of the department, Phelps. The modern cop. Tries to understand why the perp does what he does. Me, I just drop the hammer down on lowlives. Crunch a roach and you don't worry about what he's doing. I just grind him near the pavement. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Endstation, also hätte ich jetzt nicht das Lösungsbuch. Klar hätte man dann googeln können. Ja, ich denke mal, wenn man nicht weiß, er weiß, okay, wie geht's weiter? Google ist dein Freund und Helfer. Weißt du, was ich meine? Oder du müsstest gerne selbst herausfinden. Und wo das Spiel erschienen ist, 2011, direkt Release, gab es da, glaube ich, noch keine, also noch keine Lösungen. Du, gut, wenn du das Lösungsbuch hast, natürlich schon. Das hatte ich ja, wie gesagt, seit den Release habe ich das, ne, schon also fast 12 Jahre alt. Weil das Spiel kam ja im März, nee, Mai kam das raus, 2011. Und ja, schon krass, ne? Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house.
Habe ich gesagt. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Aber schon noch krass, dass es erst nach 6 Monaten erst gelöst wird, ne? Dieses. Down the tunnel? Die Morde, ne? The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Ja, also hier geht's lang hier. Da. Ja, den Katakomben ja. LAPD, give yourself up. Friedhof. Durchsuchen. Irgendwas hängt hier einfach. Hier hängt einfach Wurst rum, krass. Bratwurst. Bratwurst, der klasse Salami, ne? Ach du Scheiße. You realize this must have been the place, Rusty. Ja, der Typ ist wirklich gestört, ne? Guck mal, was wir hier haben. Guck dir das mal an. If we could bring him in alive, there's enough physical evidence for an airtight case. Ja. Das auf jeden Fall. You heard him, Cole. He's fucking nuts. What are the chances of hauling him out of here alive? Some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. What have we here? It's the basis for all his riddles. Prometheus defied the cruel gods. This guy thinks he's doing the same thing. Defying gods can be hazardous to your health. Okay, haben wir irgendwie noch welche Hinweise? Oder was alles? Nee. Gut, das haben wir. Gut, dann gehen wir mal runter, ne? I'll go. Weil es hier so dunkel ist. Keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Ich sehe einfach nichts. Don't let me down, Russell. You're an interesting man, detective. Why the police? You're obviously overqualified. Exactly. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Wie gesagt, weil es hier so dunkel ist. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Surrender now, or I will use deadly force. Komm her, du Bastard. Wie gesagt, du Hurensohn, ne? Okay, mir das hier gerade aus. Muss der, ne? Ich sehe gar nichts, okay. Geht dann noch hier lang. Ceasefire, immediately! Dort geht's lang, oder? Nee. Hier lang? Boah, ich weiß nicht, wir können auch Kreis laufen. Ich muss es heller stellen. Ich sehe gar nichts, ne?
Gameplay. Ich hoffe, wir können. Ja, die Helikopter. Oh, gut, sehr schön. Ich glaube, das war so gewesen. Standard bei 2, 5, ja. Okay, weiß hier nichts, ne? Ist einfach gar nichts. Naja, ob das jetzt besser macht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir gehen wieder zurück, ne? Oder? This thing has come to an end. Wir haben es geschafft. You know that. Okay. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir erschossen. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century, when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of Ann Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion. Wir wurden befördert. Ja. Wir wurden jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt im 7. Dezernat drinne. 5 Sterne abgeschlossen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei 1600 Fahrzeug, also Fahrzeugschaden liegt bei 1600, ne? Natürlich haben wir alle Hinweise gefunden und ja, die Mordkommission haben wir so abgeschlossen. Und der Fall der Black Dahlia bleibt ungelöst. Nur eine Handvoll Männer kennen die Wahrheit. Ja, dass da so umgegangen wird, nur weil da ein höheres Tier vorhanden ist. Ein höheres Tier, sagt man das so? Oder würde ich eher sagen, eine höhere Macht? Man hat es gesehen, man hat es gehört, das ist einfach krass. Dass es so abläuft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Ich dachte so, okay, klar, dass der Typ ist tot. Der kranke Arschloch, der Hurensohn, dass jetzt die anderen freigelassen werden. Nein, wie gesagt, nur weil der Verwandter ist, das kann es mir nicht geben. Das kann ich mir nicht geben. Und dafür müssen die anderen jetzt bluten. Ne, die müssen jetzt jahrelang da im Gefängnis drin bleiben, wenn nicht sogar lebenslänglich. Und ja, wir wissen, wie es in Ami-Land abläuft mit den Gefängnisstrafen oder mit dem Tod. Ne? Ja, naja. Wie gesagt, ich bin erstmal raus. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du ja, mich begleitet hast bis hierhin. Und auch, dass du eingeschaltet hast. Wie gesagt, auch zu den ganzen Mordkommissionen, Missionen oder gesagt, zu den ganzen Fällen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge, wenn es dir gefallen hat. Bei der nächsten Folge von Eleanor wieder. Und zwar ist es dann der 7. Dezernat, ne, Fälle des 7. Dezernats, dann bin ich mal gespannt, wie es dort abläuft. Und ja, bis dann. War gut, euer Basti ist raus, wie gesagt.
Ich wünsche dir, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, je nachdem, morgen Mittag, Abend. Ich weiß nicht, wann ihr zu dir schaut. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und mal gucken, was noch jetzt passiert. Vielleicht kommt auch irgendetwas Spannendes. Aber ich melde mich schon mal hier ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Breathe out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down.